far from the way out. And Styx neither. Is he going to the same place as me? Does he know where I'm going? Is it... Damn, can you hear me think, you asshole? Das könnte natürlich sein. Herzlich willkommen zurück bei Styx, dem Meister der Schatten. Obwohl man jetzt ja gar nicht mehr sagen kann, dass Styx der Meister der Schatten ist. Immerhin bin ich ja auch jemand, der hier in den Schatten herumfuhrwerkt. Und das gar nicht zu knapp, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich würde erstmal einen Goldharztrank zu mir nehmen. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich zum Beispiel ihn hier weggemacht, ohne dass er mich mitbekommt. Oh, da ist noch ein zweiter. Gar nicht gut. Oder sollte man lieber direkt irgendwie weiterspringen? Wir müssen ja eigentlich nur relativ schnell zum Aufzug kommen. Und dass hier so zwei Bogenschützen, also generell habe ich so das Gefühl, dass inzwischen die Anzahl an Wachen doch ganz schön gesteigert wurde. Und das war nicht so elegant. Ob man da runterspringen kann, das ist sehr schwer abzuschätzen. Ich hätte jetzt gedacht, das kriegen wir schon hin. Ich versuch's nochmal. Das Problem ist so ein bisschen, dass man hier oben an der Wand hängen bleibt. Ich glaube, deshalb komme ich nicht hoch genug. Wahrscheinlich würde ich von dort unten wesentlich besser zurechtkommen, aber da haben wir natürlich zwei Bogenschützen, die uns malträtieren. Jawohl. Klappt. So. Wo müssen wir lang? Wo geht's am besten? Ohne dass man uns sieht. Ist gar nicht so einfach. Muss man so ein bisschen die Laufwege auch sehen. Ich meine, so schnell hier durchrushen, das geht eigentlich gar nicht. Der hat ein Säurefässchen oder hat der nur so eine Schriftrolle? Ich weiß es gar nicht. Die beiden machen auf jeden Fall immer dieselbe Runde. Und kontrollieren sich natürlich dann damit gegenseitig. Eigentlich fast nicht möglich, an denen vorbeizukommen. Höchstens jetzt vielleicht. Ich werde es mal versuchen. Ach was. Nee, doch nicht. Aber interessant. Ob ich den jetzt hinkriege hier? Da komme ich jetzt voll in den Sichtbereich. It's over for him. Cool. Nice. Das hat geklappt. So. Wurfmesser sogar noch aufgenommen. Das ist ja hervorragend. So, den verscharre ich hier. Und den könnte ich rein theoretisch da drüben verscharren. Mache ich auch. Spare ich mir den Trank noch ein bisschen. So, da kommt einer. Und da kommt einer. So. Irgendjemand sieht mich. Vielleicht sollte ich nochmal hier reingucken. Einfach, um zu sehen, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Nee, außer so großen Wächtern, die ich nicht erledigen kann. Nichts. Insofern werde ich mich hüten, da reinzugehen. Wir wollen hier durch die Tore durch. Gucken uns mal um. Oh, da schreit schon wieder einer. Was für ein finsterer Ort. Und die beiden laufen wieder schön sich gegenseitig die Nase platt. So. Der kann auch alarmieren hier, der Typ. Riskant hier. Sehr riskant.
Vielleicht kann ich den hier abfangen. Oh oh. Großes Oh oh. Der ist einfach nicht nah genug an dem Ding vorbeigelaufen. Also so kriege ich ihn nicht. Ich habe ein Wurfmesser. Ich muss unbedingt neue Sachen leveln. Die braucht man jetzt doch ziemlich stark. So. Ups. Jetzt sehen die sich schon wieder direkt hier in die Augen. Mal gucken, wo die beiden hingehen. Das könnte meine Chance sein für ihn. Sehr gut. Und wieder zurück in die Schatten. Alles still und leise. Nichts passiert. Und jetzt musst du dran denken, böser Magier. Muss noch warten. Schön aus dem Sichtbereich des anderen. Hervorragend. Muss ich den... Kann ich den irgendwo verstecken? Ich glaube, hier gibt es keine Truhen. Ich lasse den jetzt hier einfach liegen. Ganz frech. Time for change of guard. Eine Goldmünze. Wer sagt's denn? Wäre mal besser gewesen, wenn die Wachablösung gekommen wäre, dann hättest nicht du dran glauben müssen. So, gab es hier nicht irgendwie... Da kann man hochklettern. Na dann, hinauf. So, wir sind ja jetzt im Kerker, wenn ich das jetzt richtig sehe. In die aktuelle Zone, das heißt, wir müssen hier irgendwie gucken, dass wir da reinkommen. Einmal hinter den Bereich oder so ähnlich. Ich weiß es nicht genau. Da oben laufen auch noch überall Wachen rum. Wir können natürlich auch hier oben entlang gehen. Oh, sieht uns da jemand? Ja. Geruch von Blut und Eingeweiden. Das macht mich echt krank. Ja, kommt hierher. Kommt dran. Guckt nach, was hier ist. Ah, der hat nochmal einen Trank. Na, kommst du hierher? Sehr gut. Und dann kann ich den nächsten auch direkt noch mitnehmen. Das ist super. voll die Falle hier aufgebaut. Super! Das ging einfacher als gedacht. Den lasse ich natürlich auch. Oh. Na, komm her. Du hast mich doch gesehen. Genau. Komm her. Das ist eigentlich eine super Möglichkeit. Ach, damn it. Und der Henker bleibt mal wieder da. Wo ist stehen einfach? Das ist die Folterkammer. Ich glaube, die kommen nicht hier raus. Ob ich die da einschließen könnte? Da musste ich schnell reagieren. Es ging nicht anders. Kann ich hier noch was aufnehmen? Nee, leider nicht. Dass man die
Dolche nicht wiederverwerten kann, ist echt schade. Aber sonst bräuchte man wahrscheinlich nur einen einzigen Dolch, um durch das ganze Level zu kommen. Ich kenne mich hier überhaupt gar nicht mehr so richtig aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wo wir hier am besten lang gehen. Der Aufzug, da müssen wir ja sowieso hin. Also der Aufzug, ich glaube sogar, wir könnten eigentlich hier lang gehen und dann links? Nee. Ach, das war dieses eine Zimmer da oben. Dieses Folterzimmer. Ich erinnere mich. Das wäre dann immer schade eigentlich, dass wir immer diese offensichtlichen Straßen nehmen müssen. So, der sieht uns wieder mal. So, wir können da ganz nach oben, aber die Frage ist, bringt uns das was oder sind wir dann dort auch nur... Ah, dort könnte man echt lang gehen. Also wenn wir einmal kreuzen können, hinüber auf die andere Seite, ohne gesehen zu werden, das könnte sogar helfen. Ich werde mal versuchen, den hier schnell... Ah, shit. ...zu erledigen. So, das ging doch. Abgespeichert und gut ist. Also ich finde ja sowas sehr spannend hier gerade. Wenn man hier so weiter... Nein! What? So eine Scheiße. Wenn man hier so rumschleicht. Und ich finde auch gerade diese letzten Level, die sind eigentlich echt cool geworden. Also die gefallen mir sehr gut, weil die... Also weniger sind, dass man einfach so nach und nach alle Wächter kaputt macht, sondern man muss eigentlich nur eher versuchen, möglichst bald ans andere Ende des Levels zu kommen. Ach, hier sind wir jetzt. Ja. Ich erinnere mich. Aber die haben das ja mal hier doppelt gesichert. Das ist ja total widerlich. Da kommt man ja gar nicht weiter. Hello. So, das war jetzt risky, aber vielleicht gar nicht so verkehrt, weil jetzt sind alle in der anderen Richtung. Wie schnell sich hier das Blatt wenden kann. In dem ersten Moment meint man, oh oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Und im zweiten Moment... ...hat man sogar richtig freie Bahn. Ist das hier ein Geheimgang? Fast so aus. So, die sind wieder zurück. Ich hätte noch schneller gehen müssen. Oder zumindest dort irgendwie die Fackel löschen. Aber vielleicht komme ich da trotzdem durch. Ich bin da schon wieder weg. Ist doch gar nichts passiert. Hier kann ich mich auch dran erinnern. Da hing doch mal so ein Kronleuchter, glaube ich. So. Wachsam bleiben. Genau. How stupid is that? I almost made it. Got out of this fucking tower alive. Curse you, Styx. Styx, Another duplicate. Behandelt seine Klone echt fies. Fuck me, I'll never get used to this. It's like watching myself die. What do you expect? He can't get used to it either. Seeing our mugs. That's why he kills us afterwards. Not me. I'm not a copy. I've been living my own life in this tower for days. I don't need nobody. I know what I'm doing. You sure? How do you know? That you're not still obeying him without knowing it. I know. I have a plan. I don't obey anyone. Me too. I had a plan. Get out of here.
Well, it was time. But you know, Styx will leave no duplicate alive. Yeah, that's what I'd do in his place. Besides, what I do with my own duplicates. No time to get attached to them. They're here to serve me, and that's all. You know how to create your own duplicates? Amazing. You may be different after all. He'll survive a few days longer. But don't kid yourself. Sooner or later, you'll die face down in the shit. Somewhere in one of these tunnels. You can't beat Styx. He's stronger than all of us. They say that hate multiplies your strength. So believe me, I'm stronger than shit. Oh, he's dead. Well, you see? Ich finde diese Dialoge über diesen Klonen echt ziemlich geil, weil diese fast schon eine philosophische Ebene bekommen. Sind wir Herr unserer eigenen Handlungen? Ne? Das, was wir auch mal im Livestream besprochen haben, in Bezug auf der freie Wille des Menschen. Oder nicht? Oder sind wir von jemand anderem, von Styx, gesteuert? Huhu! Dass wir uns dem so zeigen. War das jetzt der Aufzug oder wie oder was oder wer oder warum? Und nun? Wir müssen irgendwie versuchen, andersrum zu kommen. Und außerdem brauchen wir ja noch, das Versteck ist da unten, brauchen wir noch das Artefakt. Wie gesagt, das liegt irgendwo hier am Grunde. Wahrscheinlich. Ist das am Grunde? Hier sehe ich überhaupt keine Truhe. Aber wir können irgendwie dann doch da unten hin. Die Frage ist, wo wir jetzt entlang gehen. Wir kommen ja von hier. Gibt es denn hier irgendwo noch eine andere... Ah, da oben. Da sehe ich doch was. Genau. Einmal rundherum, das sagt ja auch die Anzeige. Und eigentlich könnte man tatsächlich nochmal ins Versteck gehen, um sich so ein paar neue Sachen zu holen. Neue Fähigkeiten. Kann das sein, dass das Artefakt hier unten drin liegt? Eigentlich komme ich doch hier, guck mal. Da würde ich doch locker durchpassen hier da. Durch diese Käfige. Könnt ihr auch super runter. Aber nein. Das Spiel will es nicht. So, was ist, wenn ich jetzt hier drauf springe? Bin ich dann tot? Nein. Die verdammten Simse dort sind nur eine Illusion. Man kann nicht auf ihnen stehen. Oje, wann habe ich jetzt das letzte Mal gespeichert? Ah, alles gut. Okay. Also, hier lang. Man muss hier irgendwie runtergehen können. Kann ich mich hier nicht fallen lassen oder so? Na also, geht doch. Und hier soll jetzt ein Artefakt sein? Ich sehe kein Artefakt. Kommt da auch anscheinend überhaupt gar nicht hin. Und trotzdem gibt es hier unten ein Versteck. Ich könnte natürlich jetzt hier runterspringen. Ist auch das einzige Ziel, das ich sehe. Aber, das Artefakt. Finde ich das jetzt hier nicht mehr? Ich glaube, ich bin schon zu weit, ne? Soll ich nochmal, ich lade jetzt nochmal, ganz kurz. Letzten Quicksave. Oder war das der letzte Autosave? Könnte auch sein. Irgendwie muss man ja doch nochmal zu diesem Artefakt kommen. Oh, nee, das war dann falsch hier. Laden. Letzter Autosave dann. Irgendwie muss
es hier noch eine Möglichkeit geben, einmal hinter das Teil zu kommen. Ich meine, das eigentlich dachte ich, das wäre hier. Also, der Fahrstuhl geht nach oben. Vielleicht sollte ich einfach mal meine Sicht einsetzen. Nein, nicht das. Ah. Okay. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Hätte ich mal direkt machen sollen. Meine Sicht einsetzen. Da. Wusste doch, dass man hier irgendwie reinkommt. Immerhin gibt es hier ein Goldmünzchen. Aber nicht nur das, es müsste hier noch mehr geben. Die Frage ist aber... Das war jetzt aber nicht befriedigend. Nur für die Goldmünze. Ich war mir jetzt sicher, dass man hier jetzt das Artefakt findet. Was ist denn mit dem da oben? Kommt man da irgendwie hoch? Anscheinend nicht. Ich soll hinunter. Das sieht allerdings auch nicht so aus. Das sieht so aus wie der Boden des... Oder ist es vielleicht genau das Gegenteil? Ist es oben? Komme ich denn da irgendwie hoch? Komme ich da weiter hoch? Vielleicht an diesem... Irgendwie außen an diesem Käfig entlang, aber es sieht so aus, als würde der eigentlich nach unten gehen. Der Pfeil. Hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Dort komme ich auch nicht mehr hoch. Ich hatte gedacht, dass man vielleicht doch ganz hoch muss. Aber irgendwie sehe ich da keinen Weg. Das ist wohl das erste Artefakt, das ich nicht finden werde. Oder ich glaube das zweite, weil ich am Anfang auch schon mal eins nicht gefunden habe. Jetzt würde ich natürlich hier... Wisst ihr was? Ich mache mal ganz kurz auf Pause und ich schaue noch mal ganz kurz ein bisschen offscreen nach, ob ich da was finde. Bis gleich. Also, ich bin leider nicht erfolgreich gewesen. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es nicht herausfinden können. Ich sehe auch nirgends in irgendeiner Form... das Auge. Ich werde jetzt natürlich nochmal hier ganz kurz das Münzchen holen. Ich bin fast sicher, dass das irgendwie hier gewesen ist, das Artefakt, aber das sieht irgendwie nicht so aus. Ich meine, das hier, das sieht schon sehr nach diesem hier, diesem Bereich aus. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie hinkommen käme von draußen. Aber ich sehe auch hier keine Zeichnung an der Wand oder so. Insofern werde ich jetzt, glaube ich, einfach, weil ich jetzt nicht genau weiß, einfach mal weitergehen. Vielleicht kommt man ja noch hier irgendwie doch noch weiter, wenn man tiefer runterläuft, irgendwo anders hin. Vielleicht auch hier unten, dass hier irgendwo das Artefakt noch ist. Wieso gibt es denn dort einen zum Festhalten? Das ist aber merkwürdig. Aber hier komme ich nur ins Versteck. Also dieses Artefakt habe ich nicht gefunden. Wenn das von euch jemand gefunden hat, dann sagt doch mal bitte in den Kommentaren Bescheid, wo das gewesen wäre. Immerhin haben wir trotzdem 180 Fertigkeitenpunkte. Damit sollten wir für die nächste Mission etwas besser ausgerüstet sein. Mal gucken, was uns im Versteck erwartet. Ob der gute Osman auch auf Styx hereingefallen ist oder ob der uns noch als den eigentlichen Verbündeten erkennt. Wo komme ich da hin?
Einfach nur nach oben soll ich gehen. Ha. So bin ich noch nie in dieses Versteck reingekommen. Voila. Ich frage mich, ob Styx jetzt hier auch irgendwie unterwegs ist. Oder ob der unser Versteck jetzt hier gemieden hat und sich irgendwo anders aufhält. Schon ganz cool gemachte Umgebung hier. Also mir gefällt das echt gut. Gucken wir mal. Ich sehe hier Osman überhaupt gar nicht mehr. Oder habe ich den jetzt übersehen? Ja, vielleicht ist der im Versteck. Mal gucken, was er sagt. Styx, is that you? I get the impression that your plan succeeded. The shit is flying between the humans and the elves. Huh? You? Wait! I... Spare me the bullshit. I got no time for this. If you don't answer my questions, I'll slit your throat right now. Why does Styx want to steal a heart of the tree? I don't know. He never told me a thing. He just paid me a fortune to direct you and to keep an eye on you. But I never had anything against you. You've got to admit, it were never personal. And yet you let me get into the prisons. And given your surprise earlier on, you knew it was a trap I couldn't get out of. And you even asked me some favors, you fucking shit. That mud that you're using as blood is gonna be spilt. You can thank your lucky stars I'm in a hurry. Otherwise, I'd have enjoyed taking my time. I beg you, don't kill me. I'm just a blind old man. Interessant. Sollen wir Osman töten oder nicht? Irgendwie habe ich ja nicht das Gefühl, dass es hier von Vorteil wäre, Osman zu töten. Er hat ja nicht direkt gegen uns. Er hat uns zwar irgendwie auf Irrwege geführt. Aber er hat nicht wirklich gegen uns gehandelt, indem er uns versucht hat, umzubringen oder so. Insofern lasse ich ihm mal Gnade vor Recht ergehen. So, und jetzt, glaube ich, haben wir auch hier... Haben wir da was? Jäger? Nee, immer noch nicht. Töten in Deckung. So. Wenn sich das habe ich irgendwie manchmal versucht, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Den klassischen Kill etwas weiter von deinem Ziel entfernt als bisher ausführen, ist auch nicht ganz verkehrt. Wir haben nicht allzu viel. Ich muss da so ein bisschen Obacht geben. Die Klone. Was können wir denn jetzt mit dem? Wenn du einen Klon kontrollierst, kannst du ihn unsichtbar machen. Dabei wird kein Goldharz verbraucht. Allerdings ist der Befehl nur einmal pro Klon möglich. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Was haben wir hier noch? Gewandtheit. Erfahrener Duellant. Oder Elitewerfer. Und hier halten wir noch Meister der Unsichtbarkeit. Du bleibst für unbegrenzte Zeit unsichtbar, ohne Goldharz zu verbrauchen, solange du dich nicht bewegst. Das sind drei Fähigkeiten, die ich alle drei gerne hätte. Also diese Unsichtbarkeitssache, das hier mit dem weiter entfernten, entfernte Möglichkeit zu töten und den Klon unsichtbar zu machen. Ich glaube, ich werde tatsächlich den Klon auf jeden Fall leveln. Und den hier auch. Doch, wir sind jetzt relativ häufig in Bedrängnis gewesen. Dadurch. Und das mit dem Meister der Unsichtbarkeit werde ich dann ein anderes Mal, beim nächsten Mal, wenn es das noch gibt, erledigen. Insofern glaube ich, dass wir demnächst Zone verlassen. Da wäre ich schon beim Start. Das heißt, ich werde hier abspeichern, hier die Folge beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf der Fährte von Styx. Bis dahin. Tschüss.